Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport Nr. 5 auf der Xbox One. Warum ich mir die Xbox doch gekauft habe, seht ihr in der gestrigen Folge, beziehungsweise in der ersten Folge von Forza Motorsport Nr. 5. Glückwunsch zum Abschluss Ihrer ersten Meisterschaftsserie. Für jede abgeschlossene Meisterschaftsserie gibt es Bonus-Credits. Wählen Sie nun eine andere Serie oder fahren Sie die Bonusrennen dieser Serie. Ich glaube, ich mache direkt weiter. Ihre Karriere erstreckt sich über viele verschiedene Wettkämpfe und Interessengebiete. Welchen Bereich möchten Sie zuerst erforschen? Oh Gott. Kompakt, Klassenwettbewerb, Spezial. Gibt's da noch mehr? Nee, nur die. Ich glaube, wir machen mal hier Sportwagen. Nicht installiert, okay. Warte mal. Mehrere Meisterschaftsserien oh, fuck. Bereit. Jeder hat ihre eigene Auswahl an Autos, Herausforderungen und Belohnungen. Nicht installiert, ja. Die Xbox installiert halt die ganze Zeit, deswegen... Nein. 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 Gut, machen wir halt hier wieder weiter. Die habe ich schon... Ah, genau. Hier sind die Rennen, die ich alle gefahren habe. Ach, die können wir alle noch fahren. Ach, du Scheiße. Gut, da haben wir doch noch ein bisschen zu tun. Also, das hier war die allererste Strecke, die ich gefahren bin. Dann die hier. Und ganz ehrlich, ich glaube, die zeige ich euch nochmal, weil ich finde, diese Strecke finde ich irgendwie richtig cool. Die fahren wir jetzt gleich nochmal und dann machen wir hier weiter mit denen hier. Aber als alles ist das mal hier auf der Strecke von Top Gear. Transport Aerodrome für eine Veranstaltung auf der Top Gear Teststrecke. Genau. Also ruhig mal gucken bei der Sendung Top Gear. Ich gucke die Sendung sehr, sehr gerne. Der Sprecher hier übrigens in dem Spiel, also nicht die Dame jetzt, es gibt noch einen Herrn. Das ist der Herr, schieß mich tot, keine Ahnung wie der heißt. Der spielt, ist, also ich sag mal, der ältere Mann von Top Gear da. Der ist es. Der spricht teilweise hier auch in dem Spiel, finde ich richtig geil, gefällt mir. Und ja. So. Bei jedem Rennen werden Sie herausgefordert, die Rundenbestzeiten Ihres Freundes zu schlagen. Rundenbestzeiten werden für jede Strecke und Autoklasse gespeichert. Wie viele Rekorde können Sie brechen? Weiß nicht. Rekord 1 ist von TPR Zermatt. Fahrhilfen verlassen, Bestenlisten. Renn starten. Also Pitot Master, der Name, das ist mein alter YouTube-Name. Den werde ich auch noch ändern. Den Namen wird es früher oder später nicht mehr geben. Ah, Müllton. Gott, die fahren ja alles kaputt. Ah, nein. Jetzt aber. Ist doch recht unübersichtlich, die Strecke. Sabine 369, okay. Gas voll durchtreten. Auf. Oh. Also den Palast wollen wir nicht mitnehmen.
Würde mich mal interessieren, ob der Track von Top Gear USA auch hier ist. Ich komme hier echt nicht voran. Aber ich bin schneller als gestern, sehe ich oben rechts. Unten rechts seht ihr auch übrigens, wo das Blaue ist. Das ist, was sich da bewegt, das ist mein, wie viel Gas ich gebe. Und das Rote ist, wie viel ich bremse. Finde ich auch eigentlich recht geil, dass man das mal sieht. Der Rekordhalter ist jetzt schon im Ziel, bei schon vor 5 Sekunden. Okay, 7. Platz. Naja, ist natürlich nicht so geil, aber es ist echt schwer, die Autos hier zu fahren. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, das Auto sieht auch aus wie Sau. Gut, ein paar Credits haben wir gekriegt. Immerhin etwas. So, Fahrerstufe geht auch leicht hoch. Sehen Sie, wessen Rekorde Sie gebrochen haben und wer Ihr nächster Gegner ist. Drücken Sie X, um direkt in den Rivalenmodus zu springen. Nein, 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 nein. Video ansehen, Video speichern. Die Xbox und die PlayStation, die zeichnen das Gameplay ja die ganze Zeit auf. Oben rechts seht ihr Drive-Data-Synchronisation, also das ist es. So. Eigentlich will ich ins nächste Rennen irgendwie. Gut, dann nicht. Menüs werden geladen, bitte warten. Wie weit ist eigentlich die Xbox mit der Installation? Ah, Hälfte. Gut. Das finde ich auch ganz geil. Jetzt im Hintergrund läuft das Spiel einfach weiter. Also ich kann jetzt hier wieder ins Spiel reinwechseln. So, dann fahren wir mal hier. Wo sind wir denn da? USA. Morton USA. Okay. Heute geht's ins sonnige Kalifornien. Zum Monster Raceway Laguna Seca. Die Strecke wurde über einer ausgetrockneten Lagune errichtet. So sieht's auch aus. Recht sandig außenrum. Also viel Wüste. Ja, ist halt Kalifornien, ne? Oh ne, so S-Kurven. Ich hasse so S-Kurven, Alter. Die verkack ich immer. Ob ich rausfahre oder reinfahre, ich verkack diese Scheißkurven immer. Was trinken. Rennstraßen, Drive Tatar Schwierigkeitsgrad. Ich bin übrigens hier bei Durchschnitt angemeldet. Pfeif, am besten ist eine verwassene Startaufstellung. Gucken wir mal hier rein. Ach du Scheiße. Ich bin auf dem 14. Platz, na gut. Fahren wir mal, ich würde gerne mal das Auto wechseln, aber ich habe nur das Auto im Moment. Scheiße. Also mal schauen, wann ich das Auto wechseln kann. Ich muss mich ja auch erstmal reinfinden. Ich habe das Spiel gar nicht angeguckt. Ich habe die Xbox angeschossen, Spiel reingelegt, direkt losgelegt. Ich habe keine Einstellung, gar nichts gemacht. So, jetzt aber mal ein bisschen konzentrieren, dass wir das Rennen hier ein bisschen mit Sinn und Verstand mal fahren. Oh Gott. Also auf dem Sand fahren ist hier sehr schlecht. Ich habe eben gemerkt, ich habe hier kaum Vortrieb.
Wow. Ah, gut. Also das mit dem Bremsen muss ich noch so ein bisschen üben. Das habe ich noch nicht ganz raus mit dem Bremsen. Jawohl. Oh. Runterschalten. Wenn ihr unten rechts seht, da seht ihr, ob ich jetzt Bremse oder Gas gebe. Wenn ihr euch da fragt, warum ich zwischen dem Schalten das Gas wegnehme, sonst passiert das hier. Habt ihr das gehört? Das kommt, ist nämlich vom Motor so. In der Zeit, wo der Motor so hochrollt, verliert man... erstens... oh, scheiße, Alter, was eine Kurve. Verliert man nicht nur Traktion, sondern die Reifen und so. Das wird alles ein bisschen, ja, ich sag mal, überbeansprucht. Kann man verhindern, indem man halt einfach zwischen... Ich kann halt auch auf Automatik fahren, ist aber langweilig. Ich will ja auch was zu tun haben. Oder nur mit Handschaltung. Aber ich habe Handschaltung mit Kupplung, das heißt... Ich muss das Gas wegnehmen kurz. Ansonsten wäre das wie Automatik, nur dass ich selber entscheide. Also eigentlich Automatik im Sportmodus, so wäre das sozusagen. Bin mal gespannt, ob es am Ende auch sowas gibt wie Boxenstopp und sowas. Wir sind ja immer noch so ein bisschen im Tutorial. Ich glaube nicht, dass wir schon im richtigen Spiel sind. Außen überholen, schade, hat nicht geklappt. Das hat aber geklappt. Also echt, die Leute haben teilweise einen Namen. Okay, Pilot Master, ja, ist jetzt auch nicht gerade der beste Name, das wird sich auch noch ändern, aber was ich scheiße finde, ist, dass, dass Microsoft, ja, Geld dafür haben will, dass ich meinen Namen ändern darf. Hallo, sag mal, geht's noch? Finde ich überhaupt nicht gut, sowas. Also, das sollte man dringend ändern. Also, ehrlich, Microsoft, nur um einen Namen zu ändern. So, da vorne ist wieder diese scheiß S-Kurve. Alter, die ist ja richtig scheiße. Ja, das hat mich einen Platz gekostet. Also es ist echt schwer, das hier unter Kontrolle zu halten, das gute Stück. Ah, vor allem, wenn man hinten dran fährt, dass das Auto so ausbricht. Finde ich ein bisschen krass. Ob es der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Dass der so exzessiv ausbricht, ist der Hammer. Scheint. Warum der so ausbricht, würde ich eher sagen, das ist ein Hecktriebler, deshalb bricht der so aus. Hey, Ballons. Also ich glaube, bis ich mal ganz vorne mitfahre, ich glaube, das dauert ein wenig. Die Lichtreflexe finde ich auch geil. Würde mich auch mal interessieren, in welche Perspektive ich fahren soll. Soll ich in der Perspektive fahren? Oh. Alter, scheiße. Ich würde eher in dieser Perspektive fahren. Alter, Lon.
Und so schnell baut man riesige Fehler. Also diese Kurve ist echt scheiße. Ah, Mann, das sah so gut aus. Ja. Man kann nicht alles haben, ne? Was mir aufgefallen ist, bis jetzt hier rennen noch keine Frauen rum. Im Forza Horizon, Alter, ey. Die gab's da wie Sand am Meer. Gut, 16 Minuten, die Folge ist wieder einmal rum. Wird Zeit für die nächste Folge, morgen um dieselbe Zeit. Seid gespannt. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Du kannst bei mir mal bei auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir.